ist Ranja und ihr wolltet noch eine Folge Subnautica, deswegen kriegt ihr sie natürlich. Und wir haben, ich habe jetzt geguckt, okay, ich habe den Code schon. Das heißt, wir können gleich in der Aurora weitermachen. Vorher wollte ich nur kurz sagen, ich habe jetzt nämlich ein Paket gekriegt und kann euch das zeigen, wie die Sachen live aussehen und statt sie schlecht einzublenden. So sieht die Tasche aus, da kann man eigentlich ganz gut erkennen, wie das Logo so ist. Natürlich ist es wieder mal viel zu hell, aber ich glaube, man erkennt trotzdem die allgemeine Optik. Ich habe ein bisschen Staub drauf gekriegt, das tut mir natürlich leid. Aber ich finde es super, super cool. Super, super schick. Gefällt mir sehr gut, deswegen kann ich nur sagen, Premium. Außerdem Premium sind die Überleitung, damn, ha? Ich habe auch Shirts für mich gekriegt, obviously. Diesmal, ich bin voll begeistert, weil ich muss sagen, diesmal habe ich langärmliche Sachen. Die kurzärmlichen Sachen werden nämlich kalt, okay? Es ist gerade kalt, deswegen sitze ich auch die ganze Zeit mit Jacke und Schal da. Aber ich habe ein langärmliches weißes Shirt, was zwar der S ist, aber irgendwie sieht es aus, als wäre es mir viel zu groß. Ich hatte es auch schon an, es ist mir viel zu groß. I don't know why. Jedenfalls das hier. Und diesen wunderhübschen Hoodie in dunkelblau mit dem Logo. Auf den Hoodies ist das Logo beziehungsweise ich glaube, das ist tatsächlich farbenabhängig. Ist das Logo mit so einem Mond und im Hintergrund, damit der Aufdruck nicht so schnell abgeht und das ein bisschen länger hält, weil wenn da viele kleine Kanten sind, gibt es natürlich auch viel mehr Angriffsfläche, dass ich der Aufdruck an den Seiten ablösen kann. Auf dem T-Shirt ist es anders, da ist es nämlich direkt, falls, oh, das sieht man überhaupt nicht, aber es ist auf den Stoff gedruckt. Also es ist jetzt kein, also ich kann es auch so knäueln. Das könnte man jetzt mit dem Aufdruck nicht so gut. Da würde man auch hören, dass das ein Aufdruck ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist drauf gedruckt. Okay, ist ja auch egal. Wie dem auch sei, ich wollte es euch nur zeigen auf www.richtigronja.com. Könnt ihr es euch ja mal angucken, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten lasst uns anfangen mit Subnautica. So, ich habe jetzt die richtige PA gefunden. Letzte Folge haben wir da ja mit geendet. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, blende ich sie euch natürlich hier oben links nochmal ein. Dann könnt ihr die erst gucken, bevor wir jetzt mit der Folge sind, anfangen. Ansonsten verlinke ich euch wie immer die Playlist am Ende des Videos nochmal. Dann habt ihr alles hintereinander weg. Der Code stand schon in meinen Notizen drin. Ich habe den noch nicht gesehen, weil ich auf dem falschen Blatt war. Der Code ist 1454, das ist der Frachtraumzugangscode. 1454. Und damit kommen wir natürlich auch rein. Ich habe scheinbar meine Taschenlampe leer geleuchtet. Tür öffnen. Hoi, das ist ganz schön kaputt. Wir kriegen ein Wasser. Okay, wir kriegen ein Wasser. Es ist irgendwie sehr dunkel und flimmerig. Das ist belastend, weil mein Licht sehr hell ist. Lass mich ganz kurz mal mein Licht ein bisschen entfernen. So, okay, jetzt erkenne ich auch mehr. Meine Lampe war recht hell eingestellt. Okay, wir kriegen hier noch mehr Loot. Noch mehr Wasser, yay! Wir gehen mit dem Scanner hier durch, aber die haben wir scheinbar schon, die Bank. Das Flutlicht haben wir auch schon. Aber ich will hier natürlich Zyklop-Maschinenfragment! Wir haben tatsächlich die Zyklop-Fragmente schon. Haben wir die? Oh nein, haben wir nicht! Wir haben jetzt den Zyklop freigeschaltet. Ich habe nämlich schon mal ein Fragment gefunden. Ziemlich sicher, glaube ich. I don't know. Jedenfalls, wir haben jetzt den Zyklopen freigeschaltet. Juppidu. Und können den bauen. Ist hier oben. Da hinten ist noch was. Da jogge ich mal schnell rüber. Jog, jog, jog. Noch ein Zyklop-Maschinenfragment. Oh, warte mal. Wir haben überhaupt gar keinen Zyklop freigeschaltet. Hey, jetzt bin ich verwirrt. Wieso hat er eben freigeschaltet gesagt, aber jetzt haben wir 2 von 3? Deswegen bin ich verwirrt, Leute. Na, warte, ist hier hinter was? Oder kommen wir hierher? Nee, hier hinter ist noch was. Ich glaube, wir haben den noch nicht freigeschaltet, kann das sein? Also, wir hatten ihn noch nicht. Jetzt haben wir ihn. Naja, I don't know. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter in den Abgrund. Oh, da sind noch mehr Kisten. Können wir hier scannen? Scannen, scannen, scannen. Noch mehr Wasser. Wieso, wieso? Ich brauche gar nicht so viel Wasser. Oh, Essen. Essen ist gut. Essen würde ich sogar gerade einmal verspeisen. Hom, yum, yum. Hom, yum, yum. Hom, yum, yum. So, alles in bester Ordnung. Okay, wir springen in die Tiefe, ha? Huh? Let's go. Hui. Oh, da gibt es noch mehr. Noch mehr im Container. Noch mehr Wasser. Was war das? Freundchen? Bist du tot? Okay. Ich glaube, das hat mich angefallen. Ich glaube, das war so ein
Blutegel. Ah, der ist schon wieder, da ist schon wieder einer. Was ist denn für ein Kampf, ha? Haben wir sie jetzt? Haben wir sie erlegt? Nee, da ist noch einer. Okay, habe ich. Ha! Du bist tot. Wusste ich. Hier habe ich irgendwas zerschnetzelt. Okay, hier ist ein Gabelstapler. Ey! Die sind ja überall. Okay, ich glaube, ich kann die nicht einfach alle killen. Obwohl, vielleicht kann ich's. Hier ist, beschädigte Kabel. Reparaturwerkzeug benutzen. Das ist nicht das Reparaturwerkzeug. Das Reparaturwerkzeug hatte ich gar nicht im Schnellzugriff. Das repariere ich jetzt. Irgendwie geht mein Sauerstoff gar nicht runter. Ist euch das aufgefallen? Oh, das liegt vielleicht daran, dass ich gar nicht unter Wasser sein muss dafür. Okay, hier können wir die Tür öffnen. Ich frage mich aber, ob wir nicht erst in die andere Richtung müssen. Obwohl, nee, warte. Wir öffnen jetzt einfach mal die Tür und gucken hier rein, ja? Hier ist ein Raum, der unter Wasser ist. Der scheint aber nicht in andere Räume zu führen. Hier haben wir ein zurückgelassenes PDA. Sehr gut, wichtig. Hier ist nichts. Obwohl, können wir da was scannen? Nein? Okay. Seemottenfragment, yay! Das liegt nur im Weg rum, das geht dann wenigstens weg. Noch mehr Seemotten. Ich meine, wie denken die Leute, dass ich hier hingekommen bin ohne Seemotte? Bitte, ich bitte. Hier war, das war so eine Art Konferenzraum, wenn ich das hier richtig sehe. Hier scheint nichts zu sein. Kann ich hier was reparieren? Reparieren? Nein, vielleicht da. Sieht das aus, als ob ich es reparieren kann? Nein, schade. Okay, hier geht es aber, glaube ich, nicht weiter. Außer ich komme durch dieses Loch irgendwie weiter in den Boden. Nein. Dann war das hier eine Sackgasse. Gut, dass wir hier zuerst reingegangen sind. Das Seemottendeck... Oh ja, obviously. Im Seemottendeck gibt es Seemottenfragmente. Hier scheint es ein ziemliches... Wisst ihr was? Wir gehen erstmal in die andere Richtung. Ich sage, wir gehen erst in die andere Richtung. Weil da nämlich eine Tür ist, durch die ich bestimmt reinkomme. Mit dem Laserschneider. Oh, das dauert lange, das Laserschneiden. Okay, er bohrt jetzt ein Loch rein. Es funkt wie Mist. Aber es wird wunderschön. Jetzt geht mir auch langsam der Sauerstoff wieder aus. I see. Okay, das wird kein Grad. Also das hätte man auch schöner machen können. Das hätte man aber auch schöner machen können. Naja, was willst du tun, ne? Was willst du tun? Hier ist zum Beispiel ein... Warum kann ich eigentlich nie was scannen? Ich bin richtig aufgeregt und bin so, ja, ich kann was scannen. Aber da ist nie was. Okay, hier brennt was. Hier fliegen Teile. Hier, oh, da geht's weiter zum Krebsdock. Oh, warte mal, hier hinten ist was. Eine Batterie. Jackpot. Okay, lass uns erstmal hier gucken, weil das sieht aus wie ein PDA, weil es leuchtet. Hier hänge ich fest und hier ist neben Medikit nehme ich mir mit. Hier scheint aber weiter nichts zu sein. Ich hätte das PDA vielleicht nicht einsammeln sollen, weil jetzt ist es saudüster hier unten. Okay, wir gehen jetzt weiter zum Krebsstock. Und zwar, hier ist Gott sei Dank Licht. Müssen wir hier wieder reparieren, wie es scheint. Kann ich das machen? Es macht nicht, doch es macht's. Eben hat es nur einen Anzeigefehler gehabt. Ich verbrenne nicht im Feuer, was eine gute Nachricht ist. Auf geht's! Okay. Hier sieht es tatsächlich aus, als ob ich hier mehr Zeit verbringen muss. Deswegen, egal, ich gehe danach in die andere Höhle. Ey! Okay, Sprünge kann ich nach wie vor keine. Aber ich kann hier vielleicht auf dem Geländer lang balancieren. Okay, jetzt bin ich gefallen. Jetzt ist es egal. Jetzt bin ich gestürzt. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Hier ist viel Schönes, aber auch irgendwie nichts. Da unten funkt was. Ha! Jump'n'Run Mastermind. Okay, schaffen wir es auf die nächsten. Ha! Die Antwort ist ja. Natürlich. Ah, nein! Oh, es ist gar nicht tief. Okay, wir gehen da runter, okay? Going in. Hier funkt was, okay? Kann ich das reparieren? Nein. Kann ich das Feuer löschen? Nein. Hier funkt überall was. Hier ist ein Feuerlöscher. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen noch einen Feuerlöscher. Oder er gibt ihn mir einfach aus purer Gnade. Und purer Höflichkeit. Hm. Können wir zu den Funken schwimmen? Ja. Vielleicht, weil die Funken zeigen einem oft den Weg.
Was war das? War das eine Taschenlampe oder war das eine Batterie? Die Funken zeigen einem oft den Weg. Das war ja auch bei der Aurora so, dass man da zu dem Funken gehen musste. Ist das eine Taschenlampe gewesen? Yes! Die hat nämlich... Licht! Licht! Wieso leuchtet die nicht? Wieso leuchtest du nicht? Keine Batterie! Ladestand 0! Oh, warte, wir können die Batterie da reinmachen, oder? Energiequelle wechseln. Ja, auswählen. Oh mein Gott, danke, Halleluja. Ich glaube nämlich, wir müssen hier durch. Okay, jetzt gehen wir hoch. Und, jetzt gehen wir hier hoch. Und jetzt sind wir hier hinten stuck. Okay, wieso kommt man hier hinten rein, aber dann geht es nicht weiter? Frage ich mich jetzt. Doch. Ich meine, das ist eine Frage, die stellt sich, oder nicht? Ich meine, er sagt es Funk. Vielleicht müssen wir in die andere Richtung. Vom Funken. Aber da sind wir reingesprungen. Egal, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Hier, es scheint doch eigentlich hier weiter zu gehen. Ich kann mir nicht... Oh, man kann hier auftauchen. Ist es ein Bug? Ich glaube, es ist ein Bug. Okay, never mind. Ich glaube, man soll da einfach nur Luft holen können, ha? Huh? Ich bin... Also, es wirkt so, als ob man hier lang soll. Aber dann soll man hier gar nicht lang, oder wie? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ist die Musik irgendwie sehr bedrohlich? Aber hier eigentlich ist hier nichts Bedrohliches. Da fragt man sich doch erstmal, wo muss ich hin? Sieht alles gleich aus hier unten. Leider keinerlei Hinweise auf irgendwas. Hier funkt halt alles, ne? Also, wie soll ich denn zu den Funken gehen, wenn hier alles funkt? Was ist das? Das sind so Reaktoren, die irgendwas machen. Ich bin unendlich dankbar, by the way, für meine extra Sauerstoffflasche. Vielleicht kann man da hier rein? goddammit. Vielleicht hier. Vielleicht ist es hier. Nein, ich glaube, hier ist es nicht. Okay, ich tauche wieder auf. Ich tauche wieder auf. Puh. Wir versuchen's. Oh, warte, was ist das? Schwache Flugschreibersignatur aufgefangen. Sie kommt von der anderen Seite des Höhlenbruchs in diesem Raum. Oh, von da drüben. Oh, guck mal, was sind das für Dinger? Ach, das sind die Anzüge, oder? Also, er sagt schon, ich soll da hin, glaube ich. Kann ich hier... Ich will immer diesen Tisch looten. Der ist tricky. Ich sag, ich kann hier irgendwie... Er will, dass ich da hinten hingehe, okay? Jetzt kriege ich eine Radionachricht. Eieiei. Ich kann aber nicht nochmal zurückgehen. Ich muss doch hier hinten langkommen. Da gibt's... Warte, kann ich hier hoch? Oh, wait a sec. Ich bin tatsächlich... Okay, ich konnte hier tatsächlich einfach hoch. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt frage ich mich... Warte, hier waren wir doch gar nicht. Oder? Waren wir hier? Oh, okay. Also hatte ich recht. Ich bin ja so schlau. Oh, warte, hier ist was. Hier ist was. Was gibt's? Datenkonsole. Daten runtergeladen. Die Aurora Flugschreiber da. Aha. Aha, aha, aha. Und hier ist wieder eine Tür, die wir laserschneidern müssen, so wie es aussieht. Das heißt, da schneiden wir schon mal. Okay. Ich habe einfach nur nicht gesehen, dass über mir was war. Ich habe gedacht, ich muss weiter geradeaus schwimmen, aber da war einfach nichts. Da war eine Wand, deswegen immer nach oben. Aber ich hatte offensichtlich wieder mal recht. Okay. Wir haben die Tür aufgesäbelt. Hui! Oh, hier funkt's wieder. Das heißt... Warte mal, ist das der Captain-Raum? Ist das der Captain-Raum? Steht hier irgendwas dabei? Ah! Muss nicht so schreien. Also, nicht ich, sondern der Dude. Pussy. Hier können wir natürlich mit dem Laserschneider sowieso nichts machen. Ich guck mal mit der Taschenlampe. Oh, hier ist ein PDA. Laborzugang! Wenn Sie Ihre Ausrüstung verbessern wollen, verwenden Sie bitte die Modifizierungsstation im vorderen Bereich oder rufen Sie die vorkonfigurierte Ausrüstung aus dem Labor neben der Datenspule ab. Der Zugangscode ist so, so, so. Was ist das nettes Angebot? Hey! Du sagst mir, du bist nie länger als ein Jahr auf diesem... Du bist länger als ihr... Du sagst mir, du bist länger als ein Jahr auf diesem Schiff und hast nie einen Ausflug
an der Außenhülle gemacht. Nun, jetzt hast du einen Freund mit Zugang zu diesem... Einen Freund mit Zugang zu diesem verdammt coolen Exoskelett. Wir haben so gut wie nichts zu tun, bis wir das Ziel erreichen und die Arbeit an Tor beginnen. Willst du den Geschmack der Sterne auf der Zunge? Dann brauchst du es nur zu sagen. Mein freier Krebs trägt deinen Namen. Du hast ja keine Ahnung, wie sich Kraft wirklich anfühlt, wenn du keinen Asteroiden mit deinen bloßen, mechanisch verstärkten Händen zerschlagen hast. Ein paar Probewürfe mit einem vorbeikommenden Meteor gefällig. Besuch mich in Kabine Nummer 1 mit Zugangscode. Okay, hier ist noch ein Zugangscode. Oh nein, werde ich sterben? Nein, lass mich raus. Nein. Ich habe voll nicht dran gedacht, dass wir... No! Ich habe gar nicht dran gedacht, dass wir ja keinen Sauerstoff haben. Ich habe das irgendwie voll ausgeblendet. Nein, ich bin so wütend. Das gibt's doch nicht. Meine Seemotte ist an der Aurora. Hier spricht Rettungskapsel 7 Koordinaten beigefügt. Die Kapsel ist strukturell solide, aber der Fabrikator ist hinüber. Bitte Unterstützung. Okay. Oh. Ungefährer Ursprung der Übertragung in der Datenbank gespeichert. Wir haben so viel, was wir tun können. Meine Seemotte. No. Was sage ich denn jetzt? Nein. Nein. Muss ich jetzt zur Aurora schwimmen? Das gibt's doch nicht. No. Ah. Okay. Auf geht's. Let's go. Wir sind ja zum Glück nicht weit weg. Monster, bist du da? Hm? Bist du da? Willst du mich ärgern? Machst du wieder Stress? Oder bin ich jetzt in Ruhe gelassen? Ah, es wackelt. Es wackelt wie Mist. Oh, das Monster ist da. Aber es ist eben nicht mehr da. Okay, ich weiß nicht, ob es da ist oder nicht. Ich habe eben kurz was gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich fühle mich nicht sicher. Aber ich gehe jetzt an Land. Okay? Okay. Weil an Land kann es mich nicht angreifen. Es scheint jetzt einfach davor zu campen. Ach ja. Ein schöner Tag für einen Ausflug, findet ihr nicht? Die machen mir keinen Schaden, deswegen habe ich keine Lust, mit denen zu kämpfen. Ein schöner Tag für einen Ausflug. Wir gehen auf zu Frachtraum 3 und chargen durch in einem Tempo, wie es nur Speedrunner machen würden. Aber das ist okay, weil wir haben alles schon gesehen. Alles schon gesehen und jetzt sind wir schon wieder... Autsch! Jetzt sind wir schon wieder hier. Und hoppala. Na komm. Habe ich keine Energiequelle mehr da drin? Willst du mich eigentlich... Wieso ist die schon wieder auf 0%? Warum geht meine Batterie ständig auf 0%? So lange habe ich die noch nicht benutzt. Hä? Das macht keinen Sinn. Ich habe die Batterie... Ich habe das nie im Leben, solange irgendwas ist da verbuggt. Icon. Text. Da ist irgendwas verbuggt. Also das kann ich... Das kann ich mir nicht erklären, dass das so sein soll. Wo ging es denn weiter? Ach ja, hier war das. Okay, im Seemottendeck waren wir. Antriebsraum, was ist denn hier? Ach so, genau, wir waren da hinten, gell? Wir waren noch nicht beim Antriebsraum. Was ist denn, wenn wir zum Antriebsraum wollen? Vielleicht ist da ja was Schönes, hm? Haben wir einen Feuerlöscher? Die Abschirmung des Antriebskern erlitt durch die Kollision einen inneren Schaden. Versuche keine Reparatur ohne passende Qualifikation. Alles klar, ich hatte hier nicht vor, irgendwas zu reparieren. Aber Grüße gehen raus. Den Feuerlöscher jetzt. Ich bin froh, dass der nicht verschwunden ist aus unserem Inventar, der Feuerlöscher. Weil den brauchen wir. Oh, wir sind jetzt hier. Okay. Okay. Hier waren wir noch nicht. Kein Signal. Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul einsammeln.
Ja! Warnung. Öffentliche. Was? Im maximalen Bereich. Okay. Die Dinger sehen aus. Jetzt kann ich die reparieren. Auch weil sie gesagt haben. Oh, 10 Lecks muss ich noch reparieren. Weil sie gesagt haben, so, ja, das ist kaputt, das soll man nicht reparieren. Aber meistens soll man dann sowas reparieren. 9 Lecks noch. Okay, wir suchen. Wir suchen. Ich sehe die Lecks leider nicht. Hier hinten ist Feuer. Ah! Okay, da fällt auch Feuer. Ich sehe hier leider überhaupt gar keine Lecks mehr. Es waren jetzt 2, aber da stand 9 verbleibend. Das heißt... Oh, warte, da ist unterirdisch was. Hallo! Repariere, repariere, repariere. Auf geht's. Nur noch 8. Ich sehe kein einziges. Oh, ich sehe hier welche. Da ist eins. Und dann drüber ist direkt noch eins. Jackpot. Wieso zeigst du jetzt keine Prozente an? Nein, Beißerfisch. Ah, Beißerfisch. Ich habe kein Dings im Schnellzugriff. Nein. Ah. Hoppala. Hoppala. Ah, ah, ah. Guck mal, wie viel der mir weggesaugt hat. Boah. Belastend. Okay. Hui, da war ich aber auch selber schuld. Da hatte ich kein Messer mehr im Schnellzugriff. Wieso lässt du mich nicht reparieren? Jetzt. Boah, der Beißerfisch kam aus dem Nix. Der Beißerfisch war... okay, 7. 7. Hier sind... Hier ist 1. Bam. Ich bin... Repariermeister. Mein Reparaturwerkzeug macht all die Arbeit für mich. Stell dir mal vor. Oh, da ist schon wieder einer. Ha! 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 Hey, ich piek's doch. Okay. Irgendwie ist das ziemlich antiklimatisch hier gewesen. Sorry. Willst du mich eigentlich trollen? Das gibt's doch nicht. Wieso kann ich dich nicht erwischen? Wie dumm bist du? Du dummer Mensch. Dass du den nicht abkriegst. Hallo? Hallo? Ich hab die... Hallo, da ist noch einer? Stopp! Den Wahnsinn! Hallo! Guck mal, der saugt! Hallo, ich hacke doch schon! Das gibt's doch nicht! Ah! Das ist doch eine Sauerei! Okay, wir brauchen Medikits. Haben wir Medikits? Nein, haben wir nicht! Was ist das? Zyklopmaschinen-Effizienzmodul. Okay. Mist! 5%! Wir sterben sowas von! Das ist doch blöd! Diese dummen Blutsauger! Wie viele muss ich da reparieren? 7? Wirklich? Okay, hier muss doch irgendwie... Also sorry, aber die Dinger sind doch alles andere als... Okay! Wer hat die denn... Vor allem, dass ich die nicht einfach mit einem Schlag abmachen kann. Ich meine, wenn ich als Mensch, ja, von so einem Vieh angegriffen werde, dann entschuldige bitte, aber dann werde ich doch mit dem Messer auf das Vieh schlagen und nicht an dem Vieh vorbei. Wo bin ich denn hergekommen? Ich komme jetzt hier nicht mehr raus, oder wie? Komme ich hierher? Nö. Mann. Das ist eine frustrierende Erfahrung. Ah! Okay, das ist immer noch kein Signal, aber das ist das Gleiche. Ich kam von da. Hä? Das ist irgendwie belastend. Naja, nächste Folge repariere ich weiter die Lecks und vielleicht finde ich irgendwo noch ein Medikit in der Zwischenzeit. Hier liegen noch überall Kästen rum, ich finde bestimmt eins. Naja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und genau, hier ist die Playlist nochmal verlinkt, dann könnt ihr die letzten Subnautica-Folgen schauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine mehr verpasst, wenn sie gerade rauskommt, dann habt ihr nämlich... den aktuellsten Stand. Das habt ihr auch, wenn ihr auf die Glocke drückt. Dann habt ihr noch aktuellsten Stand. Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!